Grüße und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 3 Adventures of Lara Croft. Und naja, wir kennen es ja mit unserlei Gelüsten und der Kameraperson, so wie das Kätzchen gerne sagt, weil wir ja nun nicht wissen, ob Mann oder Frau. Also wir sind jetzt in den RX-Tech-Minen oder wie man das auch immer ausspricht, auf jeden Fall in solchen Minen und es warten Lore-Fahrten auf uns. Jetzt hat sich die Tür geschlossen. Oder auch nicht. Ach, wie auch immer. Ist ja auch nicht so schlimm. Wir gucken jetzt erstmal weiter, bevor wir hier Zeit verlieren. Ach so. Aha. Das ist ja sehr interessant, was hier vor sich geht. Ich hoffe, ich mache jetzt keinen ewigen Kreislauf durch. Ach ja, da geht es jetzt nämlich schon wieder los. Was mache ich denn jetzt hier am dümmsten? Moment. Ich muss vielleicht gucken, ob es hier irgendwo nicht noch einen Weg gibt, der mich woanders hinführt. Weil das hier gerade sehr verwirrend ist. Also zumindest für mich. So, die Tür ist jetzt zu. Und dann gehe ich jetzt mal da lang. Und ich sollte mal meine Stimme nicht so überdrehen. Das kommt nicht so gut, denke ich. Na gut. Also hier haben wir schon mal nichts. Deswegen rennen wir hier mal wieder um die Ecke. Und gucken mal, was hier ist. Da hatten wir auch eine Tür. Hier oben ist ja allesamt nichts, weshalb ich mich wundere. So. Ist da jetzt vielleicht aber ein Weg, der sich geöffnet hat? Jetzt hat sich hier eine Tür geöffnet. Und? Ja, wie dem auch sei. Was passiert denn, wenn ich jetzt hier zurücklaufe? Da passiert hier erstmal nicht viel, außer dass dort eine verschlossene Tür ist. Mehr haben wir. Moment. Komme ich nicht gerade von hier? Wir überprüfen das einfach mal. Wenn nicht, dann habe ich Glück gehabt. Wenn doch, dann ist das blöd. Wir gucken jetzt einfach mal hier hinein. Könnte aber so aussehen, als käme ich nicht von hier. Aber ich kann mich auch täuschen. Deswegen noch nicht so die Vorfreude aktivieren. Okay, da geht's wohl lang. Alles klar. Ich hätte mal nach unten gucken sollen und vielleicht abspeichern sollen. Naja gut, wie dem auch sei. Also man startet mit dieser schönen Perspektive, die doch gerade automatisch wegging. Ach so, es dauert nur ein bisschen. Naja, ist halt auch nicht mehr das Jüngste, aber was soll's. Oder ist es... Nee, das ist nicht derselbe Zugang. Deswegen einfach mal hier rum. So, jetzt hat sich das aktiviert. Aber das hier ist dicht. Von dort kommen wir, wie gesagt. Deswegen wollen wir das gar nicht haben. So, jetzt rennen wir hier hindurch. Da hat sich diese Tür geöffnet. Und wenn sich diese Tür geöffnet hat, bin ich da hinten und bin hier nochmal irgendwie zurück. Oder auch nicht. Nee. Ja, Verwirrung macht sich breit. Da habe ich das System wohl noch nicht so ganz verstanden. Ja, hier ist die Tür. So, und wenn ich die jetzt geöffnet habe, renne ich hier nochmal zurück. Nee, da hat sich hier nichts getan. Also nochmal weiter. Hier rum. Dann hier lang. So, jetzt hat sich hier woanders was geöffnet. Ich glaube, das war jetzt dieser auslösende Punkt, dass man hier rum musste. Ein Bier oder Wein. Nee, das lass mal lieber sein. Das sieht doch schon mal brauchbar aus. Genau. Hier sind wir doch stehen geblieben. Als wäre ich niemals nochmal hierher gekommen oder so. Aber das gibt uns erstmal einen Anlass, das Spiel zu speichern. So. Und was wollte ich denn sagen zum Aufnahmezeitpunkt? Darf ich sagen, dass ich 61 Abos habe und ich danke auf jeden Fall den, also euch ganz, nee, ich danke euch allen, also, dass ich doch jetzt immerhin schon 60 Abos habe. Ich hätte, weiß ich nicht, ich hätte gedacht, ach naja, machst du das mal, ob dir jemand zusieht, ist doch eine andere Sache. Aber es gibt doch ein paar, die mir zusehen und denen es wohl auch Spaß macht und das finde ich schon mal eine ganz tolle Sache. Und das macht natürlich dann auch Spaß. Also, vor allem, wenn da noch schöne Kommentare drunter stehen. Also,
wie gesagt, konstruktive Kritik ist auch nie verkehrt. Davon lebt man ja, dass man das auch bekommt, wenn irgendwas nicht so gut läuft. So, hier speichere ich lieber mal ab. Ich mache mal noch einen dritten Slot auf. So. Und ja, auch natürlich meinen Stammzuschauern danke ich recht herzlich. Also fürs Unterstützen, natürlich. Und was wollte ich denn sagen? Nee, das war es eigentlich so ganz kurz gefasst. Weil ich meine, man muss ja jetzt nicht so ewig lange Reden hier schwingen. Also, was ist das? Oh. Das ist ein Flammenwerfer, glaube ich. Okay, ich stand zum Glück weit genug weg, aber den haben sie grafisch auf jeden Fall sehr gut verfeinert, wenn man das mal mit dem direkten Vorgänger Tomb Raider 2 vergleicht. Ach so, das ist einfach nur der Flammenwerfer, den er in der Hand hat. Oder welchen er in der Hand hat. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Sieht ja ganz lustig aus. Naja, wir speichern lieber erstmal ab. Also ein erneutes Mal. So, gehen hier vorsichtig. Ach so. Ach, schon wieder diese schöne Tomb Raider Musik. Ah, ja. Da haben wir auch eine Lorenfahrt irgendwann vor uns. Ich bin mal gespannt, wie ich mich dabei anstelle. Also schlimmer als ein Kajak kann es nicht werden. Aber bevor man überhaupt dazu kommt, kann man auch runterfallen. Das sollte man dazu auch mal festhalten. Hätte mich Kameramann oder Frau, beziehungsweise Kameraperson ja auch mal warnen können. Die Person hinter der Kamera, das lebende Geschöpf. Hoffen wir mal, dass es lebend ist. Okay. Hereinspaziert, hereinspaziert. Für sie ist noch ein Platz in der Achterbahn reserviert. Oder so ähnlich. Ja, Lara? Ja, Lara. Das ist verständlich. Mhm. Also nochmal. Jetzt muss ich ja bald noch einen Speicherstand anlegen, um dort oben irgendwie voranzukommen. Vor allem habe ich jetzt die Qual der Wahl. So, jetzt gehen wir hier lang. Nee, Moment, wir machen das gleich anders. So. Ah, weg! Genau deswegen wollte ich eigentlich weg. Gott, haben die Mundgeruch. Oder Mundgulli hat man dazu damals auch gerne gesagt, zu diesem Phänomen. Und ja, dass der natürlich toxisch wirkt, ist ganz klar. Und ich werde jetzt da oben abspeichern. Jetzt hast du mich so weit gebracht, liebes Spiel. Ich werde da jetzt abspeichern. So, und zwar hier. Also, irgendwo schreiben, das gelöt und dann hier lang gucken. So, in der Hoffnung, dass keiner von der anderen Richtung kommt. Und in der Hoffnung, dass du hier nicht hochkommst. Irgendwann musst du auch mal sterben, das weißt du, oder? Aber was ist denn das eigentlich für eine Mutation? Okay, es kann sterben. Es dauert nur ewig lange und deswegen müssen wir gebührenden Sicherheitsabstand einhalten. Alles klar. So. Ah, also jetzt hier zur Rechten. Ja, du kannst dich ruhig aufstellen. Ist alles kein Problem. Da habe ich nämlich jetzt erstmal ein bisschen Distanzvorsprung oder so. Und ich sollte mal die Kopfhörer ein bisschen leiser machen. Ja, ja, komm. Mach ruhig weiter, ja? Du kannst da ruhig sowas machen. So, jetzt gehen wir hier erstmal nach rechts, weil er ja dann hier gleich rumkommen müsste. Ach nee, ist er diesmal schon tot? Wenn, das ging ja schnell. Wir speichern sicherheitshalber mal. So, und dann habe ich hier irgendwas wie einen Fahrplan entdeckt. Hast du irgendwas droppen lassen? Nee, ne? Nee, natürlich nicht. Geizhälse. Naja, muss ich gerade sagen. Okay, der Berliner Fahrplan sah damals noch ganz schön anders aus. Nein, das ist der Antarktis-Fahrplan, so wie es hier aussieht. Aber auch nicht weiter schlimm. Wir gehen jetzt hier einfach mal... Nee, Moment. Da war noch was. Das hätte ich ja fast vergessen. Ran? Aha.
Ist das jetzt hier irgendwie besser, so für schöner Leuchten und sowas? Oder bringt das sonstige Vorteile? Also, ich habe da keine Ahnung, was das jetzt erreichen soll. Dahinter war zumindest nichts. Das können wir auch schon mal festhalten. Na gut, dann werde ich mal probieren, mich in die Lore zu setzen. Mal gucken, ob das von Erfolg gekrönt ist. Na, jetzt bin ich gespannt. Aha, die kann ich um mich schlagen. So, ja, um den Po zu betrachten, haben wir noch genügend Zeit. Ach so, ist das zum Abbremsen oder wie? Ich weiß es nicht. Ja. Komischer Tod. Alles klar. Das ist ja sehr merkwürdig. So. Also ich sollte mich vielleicht mit den Steuerungen doch nochmal vertraut machen, aber irgendwie war ich auch ziemlich langsam unterwegs. Das können wir dazu auch festhalten. Wir machen jetzt einfach nochmal das Licht an. So. Damit schöner leuchtet hier. Einfach weil Baum. Und dann steigt man hier mal hinein. So. Ja, das sieht ja aus wie eine Bremse, deswegen werde ich die mal nicht betätigen. So, und hinein hier. Das sieht doch schon mal besser aus. So, nu. Ja, alles klar. Wie kann ich das denn kontrollieren jetzt? Ach so, da kann ich mich ducken. Alles klar. Hält das jetzt hier? Okay, dann kann ich hier doch bestimmt aussteigen. Yay! Unsere erste Lorenfahrt und man kann sich drinnen ducken. Das hätte ich ja auch mal beachten können. Da oben finden wir einen Gegenstand zur Rechten. Sind bestimmt wieder Fackeln oder so. Aber da wollen wir auch nicht lang fackeln, um die aufzusammeln. Gehen wir mal hier ran und gucken mal hier hoch, meine ich mal. Wenn man da irgendwie hinkäme. Das ist nämlich die nächste Hürde, die sich hier auftut. Ja, du darfst gerne. Danke. Hier geht's auch nicht hoch. Na dann werden wir einfach mal probieren. Nee, das geht auch nicht. Und ich könnte wetten, dass man da auch nicht rutscht, okay. Deswegen probieren wir das gleiche nochmal hier hinauf und sammeln Fackeln. Alles klar. So, Fackeln sind aufgesammelt. Dann ist die Frage, was hier jetzt noch zu tun bleibt. Da können wir bestimmt nur unten frieren und hier müssen wir noch irgendwas irgendwann betätigen. Oder so. Das sieht schon mal gut aus. Nee, gut, dann sieht das eben nicht gut aus. Naja. Kann man halt auch nichts machen. Aber es ist ja halt auch die Frage, was sollen wir denn hier als erstes betätigen? Das ist ja nicht vorgegeben und deswegen ist hier großes Rätselraten angesagt. Ja, komm, wir speichern erstmal und dann gucken wir mal nach unten ins Wasser. Ansonsten war diese Ehrenrunde umsonst. So, gucken wir mal hinein. Ach ja, die Frieranzeige. Was haben wir denn dort Schönes? Eine Höhle. Die mich aber ganz schön Leben kostet. Was ist das sonst hier? Außer ein Loch zum Trollen? Ja, ein Trollloch. Ja, Lara, ich weiß, du bist doch eigentlich ganz heiß, oder? Warum tust du jetzt so oft durchgefroren? Das müsstest du mir jetzt mal erklären. Da bist du mir echt eine Erklärung schuldig. Ja, wie gesagt, hättest du mal ein Thermo-Oberteil angezogen, dann wäre dir das jetzt nicht passiert. Thermo-Strumpfhosen hast du ja an, ganz gute. Scheinbar gute. So, und da unten, da leuchtet es grün, aber da komme ich doch niemals lebend hin. Nee, also irgendwie ist das hier nix. Da muss ich wohl erstmal doch eine andere Lore nehmen. Ja, no. Genau, hier kommen wir nicht weiter. Kommen wir hier weiter? No. Ach so, ja, Lara, du hättest da auch mal reinspringen können. Einfach so. Versteht sich. So. Hier kann man sich auf jeden Fall ducken. Sehr schön. Und naja, hier musste ich mich sogar wohl ducken oder so. Jo, erstmal schön nach hinten gelehnt.
So, was nützt das eigentlich, dass ich mich in die Richtung lehne? Scheinbar nicht viel. Na, jetzt bin ich gespannt, was da auf uns zukommt. Okay. Ach ja, Lara. Ja, Lara, alles klar. Ich hab schon verstanden. Die Frage ist nur, was es jetzt bringt, wenn ich nach rechts fahre. Okay, also man darf auch nicht umkippen. Aha. Naja, okay, zu irgendwas muss es ja nützlich sein, ne? Also haben wir uns darauf verständigt. So, hier ducken wir uns gleich, da wir sonst bestimmt auch wieder tot sind. Deswegen hier mal schön in diese Stellung. Naja, die sieht eher komisch aus, diese Position. Aber ist ja nun egal. So, mit welchem Knopf schlage ich nochmal? Mit dem. Okay, aber erstmal ducken, rüberspringen. So, jetzt muss ich mich hier in die Kurve lehnen. Ach so, da muss man auch ein bisschen bremsen. Okay, es nützt nichts, sich in die Kurve zu lehnen. Aha. Hätten wir das auch mal herausgefunden. Naja, wir müssen das ja alles kleinschrittig ergründen. Okay. So, Lara. Wir sind jetzt hier an Ort und Stelle. Speichern jetzt hier nochmal das Spiel ab. Das ist ein Speicherpart. Und eine Lorenfahrt, die ist, naja, anstrengend. So. Jetzt hier erstmal ducken. Damit wir hier nicht schon getötet werden. Dann können wir uns ja erstmal schön zurücklehnen, wie gestern im Kino. Also ich war gestern im Kino. Wenn der Part online kommt, dann... Ah! Bremsen! Bremsen! Damit wir hier ja nicht umkippen. So. So, jetzt fahren wir hier erstmal geradeaus. Gucken mal, was hier vor sich geht. Mal gespannt sein. Also ich weiß es ja wirklich nicht. Ich kenne mich hier null aus. Deswegen müssen wir das hier einfach mal ausprobieren und rumexperimentieren. Das sieht ja echt aus wie eine Achterbahnfahrt hier. Also das ist schon ziemlich verrückt. Ja, gut. Da stirbt sie komischerweise mal nicht. Ach ja. Ja, mal gucken, was da jetzt passiert. Ich ahne gerade Böses, aber... Okay. Da kann man nicht mal geradeaus. Alles klar. Naja gut, nachdem das hier geklärt ist, können wir ja nun endlich einsteigen und weiterfahren. Also, wir müssen wohl beides aktivieren. Beim anderen geradeaus ist es wohl auch tödlich. So, Lara, damit du nicht schon wieder Metall vom Kopf hast, habe ich dich jetzt mal ducken lassen. So. Denk dran, schön ducken. Nee, nicht bremsen. So, hier. Und jetzt schon mal bremsen, damit wir hier nicht umkippen. So, und im richtigen... Ach so, hier muss man... Ach, ja, ja. Okay, das habe ich jetzt erst gesehen. Alles klar. Gut, jetzt weiß ich auch Bescheid. Man musste ja erstmal gucken, wie das nun vor sich geht. Also. Gut, da wissen wir jetzt Bescheid, wie das funktioniert. Ja, fürs Lernen braucht man manchmal eben auch länger, um zu gucken, wie das hier nun aussieht. Mit den Gegebenheiten. Okay, hier mal die Kamera drehen. Dank der Umsehen-Taste geht das hier ja wunderbar. Hier würden wir aber bestimmt sterben. Hier stürben wir bestimmt... Nee. Wie spricht man den Konjunktiv von sterben richtig aus? Stürben? Bestimmt. So. Yay! Wuhu! Hier bremst es ja von allein. Und hier geht's nochmal aufwärts. Also wer denkt sich denn sowas hier bitte aus? Ganz kurz bremsen. Ah, da war ja noch was. So, gucken, gucken. Ach so. Ja, Lara. Man muss das nicht treffen. Alles klar, man muss es nicht tun, Lara. Ach ja, häng über, genau. Häng einfach mal schön durch. Also, Lara, jetzt müsstest du mal das tun, was ich dir sage. Und zwar erstmal ducken, ne? So geht das wunderbar. Warum nicht gleich so, Lara? Obwohl, nein, wir sind ja noch nicht an der Stelle, wo ich eigentlich hin sollte.
Deswegen, hier war das, glaube ich, auch schon mal mit dem Ducken. Genau. Dann müssen wir hier schon mal bremsen, damit wir hier nicht umfallen. So, und jetzt im richtigen Moment einfach mal hier das betätigen. So. Ich wage jetzt mal einen Speicherslot hier zu eröffnen. Hier. So. Da müssen wir uns ducken. Sehr schön. Hast du sehr fein gemacht, Lehrer. Dann kannst du hier auch nochmal runter in deiner komische Kauerstellung. Man könnte auch noch ein anderes Wort verwenden, was mit K anfängt und mit Stellung aufhört, aber naja, gut. So, Lehrer, jetzt. Ja, geht doch. Warum nicht gleich so? Ich sollte vielleicht nochmal hier auf diesen Slot abspeichern. Zack. Und dann gucken wir mal, was weiterhin passiert. So, ich habe jetzt hier eine Ehrenrunde gedreht. Weiß zwar nicht, was das jetzt soll. Hier wird man... Uah! Bleib einfach unten, Lehrer. Okay. Okay, 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 okay. Ich hab's kapiert. Ich hab's verstanden, was hier zu tun ist. Hier muss man ab und zu auch mal abbremsen. Nee, jetzt aber noch nicht, Lehrer. Bremst doch! Moment, das müssen wir irgendwie nochmal laden. Nee, das wird mal gar nicht. Hier gibt es drei Geheimnisse. Ach du, Herr Jemine. Ach du lieber. So, Spiel laden. Okay. Also, nochmal das Ganze. Ja, ja, Lara. Das ist mir gerade egal. Was ist denn das für ein... Jetzt bin ich doch schon wieder hier, wo ich sterbe und so. Ach so, ich bin sowieso gestorben. Naja, gut, sei es drum. Wir laden das Spiel einfach nochmal. Achso, hier bekomme ich eh nochmal Schwung. Nochmal schnell runter. Bremsen, 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 bremsen. Oh, na Gott sei Dank haben wir das jetzt geschafft. Holla die Waldfee, das ist ganz schön anstrengend, mit so einem Gelöt zu fahren. Also, boah. Gut, jetzt haben wir hier erstmal eine Runde gedreht. Und dafür fast eine... Wir haben schon über 20 Minuten dafür verschwendet, alles klar. Nur um herauszufinden, was das hier für ein Kreislauf ist. Naja, gut. Erkenntnisse brauchen halt manchmal länger. Aber so ist es nun mal. Guck mal erstmal hier runter, was wir hier noch Schönes auffinden. Hier haben wir nochmal eine tolle Runde. Das heißt, ich darf jetzt hier drei Kurse observieren. Oder so. Oh Gott. Naja, wie dem auch sei. Wir speichern erstmal das Spiel hier an dieser Stelle. Und gucken mal, wie es jetzt weitergeht. Ach so. Erstmal gucken wir hier, wie wir den beseitigen können. Den wollen wir hier ja nicht rumkriechen lassen. Also nicht weiterhin rumkriechen lassen. Na, ja, das hast du dir wohl so gedacht, wa? Nee, mich hier vergiften, das gibt's aber nicht. So, wo haben wir dich? Du bist hier noch irgendwo. Ja, so macht man's erstmal nicht. Ach Mensch, wo ist denn mein Tomb Raider-Skill hin? Das kommt davon, wenn man gerade ein Rollenspiel in einer Stresstest-Beta gespielt hat oder so. Und die Steuerung natürlich total anders ist. Ach, naja, irgendwie werden wir das Ding schon schaukeln. Spiel gespeichert und dann gucken wir mal, wo es hier lang geht. Ja, erstmal müssen wir einsteigen. Das wäre zumindest mal ein erster sinnvoller Schritt dafür. Kätzchen, du weißt bestimmt, wie das hier alles ordentlich funktioniert, oder? Du kennst dich doch hier mit diesen Leveln besser aus. Naja, wir gucken erstmal. So, erstmal schön wieder in diese Kauerstellung gehen. Ah, Lara, wir sind nicht auf Toilette, ja? Gut, danke. Das wollte ich nur schon mal gesagt haben. So, jetzt darf man das Gelöt hier bestimmt betätigen. Wahrscheinlich war das auch richtig. Ich speichere schon mal. So, hier unten.
Und dann gucken wir mal weiter. So, hier müssen wir uns bestimmt... Ja, natürlich müssen wir uns hier ducken. Hier dürfen wir also abbremsen. Kamera gucken. Nochmal abbremsen. Ducken. Also man muss hier einfach nur rechtzeitig abbremsen. Okay. Muss man gerade nicht verstehen, aber... es ist schon okay, dass das diesmal jetzt so geklappt hat. Ja, Entwickler, das ist logisch. Hm? Aber ich will ja nicht rummeckern, sondern es als gut empfinden, dass das auch so geklappt hat. Zumindest gerade so relativ reibungslos. Da haben wir einen Wohlfühlkristall. Vielleicht können wir den ja verwenden, um hier zurückzukommen. Dort ins Wasser möchte ich eigentlich ungern. Kann man hier nicht einfach mal ein bisschen noch weiter gucken? Was käme denn hier? Okay, weitere Lorefahrt oder weitere Lorenfahrt. Da kommen wir wahrscheinlich nicht hoch, oder? Wir springen einfach mal rüber, ignorieren noch den Kristall. Wie viel Leben habe ich denn noch? Ach, genügend. Da brauchen wir den erstmal gar nicht. So, und wahrscheinlich ist das, dass wir hier irgendwo wieder rauskommen. Aber egal, das soll uns jetzt erstmal nicht kümmern, sondern... Ey... Auch nichts mit fair vorne dran, also fair kümmern oder so. Nein, wir gucken ja erstmal hinein. Hier haben wir erstmal einen hoffentlich sinnvollen Schalter. Er erscheint mir zumindest gerade sinnvoll. Aua! Das hätte wehtun können. Das hätte ernsthaft wehtun können. Wisst ihr das nicht, liebe Entwickler oder liebe Tür? Ist ja das nicht im Klaren gewesen? Naja, wie dem auch sei. So, jetzt gucken wir mal, was hier unten ist. Erstmal nichts weiter, hä? Und hier können wir runterrutschen. Naja, manchmal können wir die Entwickler den Buckel runterrutschen, aber das sollte ja nichts damit zu tun haben. Aber was ist das denn für ein Geräusch? Ich muss mal ganz kurz pausieren. Das Geräusch, das ist ja gerade richtig ekelhaft. Ich speichere mal hier. Kann man hier eigentlich... Nee, kann man nicht, aber... Ja, Lara lässt gerade mal mächtig Dampf ab. Ja, also Lara, das kann ich verstehen. Man muss hier echt mal Dampf ablassen. Da stimme ich dir vollends zu. Und so sollte der Part auch heißen. Mächtig Dampf ablassen. Also ich meine, ich müsste jetzt auch mal mächtig Dampf ablassen. Wegen dieser Top... Oha, ja, 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 ja. Was bist du denn? Auf jeden Fall hoffentlich ein Gelöt, was man einfach so erledigen kann. Ich probiere jetzt einfach mal mein Glück. Naja, 4 Leben habe ich noch nicht verloren. Aber Springen ist echt ein effektives Mittel. Ach, du bist ja immer noch nicht... Bist ja immer noch im Reich der Lebenden. Boah, Leute, wisst ihr, wie ekelhaft gerade das Geräusch ist? Also, Kätzchen, du findest das bestimmt auch ekelhaft, oder? Naja gut, wie dem auch sei. Oh. Vorsicht, Tinnitus-Gefahr sollte man vielleicht hier schreiben. Das ist ja wirklich ein sehr abscheuliches Geräusch. Naja. Also hat man solche ekelhaften Geräusche, wenn man Dampf ablässt? Nee, ne? Also, dies wundere mich eher. Und die Frage ist, wo bin ich denn wieder gelandet? Auf jeden Fall in einem komischen dunklen Gang mit sehr mutierten Viechern. Ach so, jetzt bin ich auf der anderen Seite. Aha. Das ist mir doch ein bisschen zu dunkel und bei 122 Fackeln, wo ich jetzt nur noch 11 Quadratfackeln plus einer in der Hand habe, haben wir hier erstmal was? Nee, Moment, ich muss mich umschauen. Okay, einen Schalter habe ich hier hoffentlich nicht übersehen. Es ist hoffentlich einfach nur ein Umweg. Oder ein sinnvoller Weg, dass ich das hier jetzt bestritten habe. Wir sind jetzt einfach mal gutgläubig. Hoffentlich ist... Na gut, es scheint so zu sein, dass Laras Bekleidung feuerfest ist. Also, sie hat eine Thermostrumpfhose an, das ist klar. Denn wenn sie mit den Beinen im Wasser ist, dann... Also, ja, leert sich die Frostanzeige nicht. So aber, wenn sie mit dem ganzen Körper im Wasser ist, ja, hat sie also kein Thermo-Oberteil an. Tja, Schicksal. Das kann ja mal vorkommen. Das sieht gerade... Nee, ist es zum Glück nicht. Da haben wir Schalter und noch mehr Schalter.
Spielen wir hier Schalterverwalter 2.0 oder was? Ne, aber wie gesagt, wir haben mal mächtig Dampf abgelassen. Das musste auch mal sein. Jetzt sind wir hier oben und gucken, was jetzt einfach diese Schalter bewirken. So, was sagt. Oh! Die Zeit sagt, dass wir das jetzt schon fast hier rum haben mit der Zeit. So, habe ich jetzt hier eine offene Tür. Die Entwickler haben nicht nur eine Tür offen, die haben manchmal auch noch alles andere offen. Ach so, nee, ich habe jetzt hier einen Kreislauf geschlossen oder so. Also auf jeden Fall bin ich jetzt wieder hier oben. Aber ich hoffe, das hat jetzt auch was gebracht. Aber ob das was gebracht hat, werden wir im nächsten Part sehen. Und ich hoffe, dieser Part hat euch gefallen und ich danke euch allen und zum Schluss sage ich, man sieht sich. We'll be right back.